Ach, das ist die Eidechse da oben, okay. Ich glaube noch mal Forschungspunkte. Schau mal hier, das schaut aus wie eine Mülltonne. So, was haben wir hier? Von innen versperrt. Ich aktiviere einen Override. Tun Sie mir nichts. Warum nicht? Bitte nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Kooperieren Sie, dann überleben Sie. Naja, ganz ruhig. Ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu tun, Dr. Ferenc. Dr. Arena Ferenc. Ich will nur die Oblivion-Formel. Dann sind Sie mich auch schon wieder los. Ryota schickt Sie, nicht wahr? Und er hat Ihnen bestimmt diese herzergreifende Geschichte erzählt, Sloan hätte seinen medizinischen Durchbruch missbraucht. So in etwa, ja. Oblivion war nicht seine Entdeckung, sondern unsere. Sind eigentlich alle auf diesem Planeten verlogene Arschlöcher? Ja. Oblivion sollte von Anfang an eine Droge werden, die zu extremer Abhängigkeit führt. Ihr medizinischer Nutzen war lediglich eine Begleiterscheinung. Ja. Wieso hat Dr. Nakamoto die Verbannten dann verlassen? Ryota hat uns nicht verlassen. Er wurde gefeuert. Er hat Sloan unter Druck gesetzt, um für sich einen größeren Anteil herauszuschlagen. Wie oft haben Sie sich mit ihm unterhalten? Einmal? Ich kenne Ryota seit Jahren. Und alles, was ihn interessiert, sind Credits. Aber Sie sind anders. Mir ist mein Leben wichtiger als Credits. Wenn Sie Ryota die Formel geben, bin ich so gut wie tot. Dafür wird Sloan schon sorgen. Ich habe in Sloans Organisation nicht sonderlich viele Ärzte gesehen. Sie sind zu wertvoll, um sie zu töten. Sie wird mein Verhalten als Kooperation mit dem Feind betrachten. Und Loyalität ist Sloan wichtiger als Fachwissen. Boah. Bevor das Ganze noch komplizierter wird, wie wär's, wenn wir einfach so tun, als wäre ich nie hier gewesen? Ich werde Sloan erzählen, das Kollektiv hätte uns angegriffen. Und danke. Naja, dann muss ich ja jetzt was mitnehmen, damit es auch so ausschaut, als wärst du überfallen worden und ausgeraubt. Ich mache das also nur zur Sicherheit der Ärztin. Ich bin mir sicher, mit der Sloan werde ich nicht grün. Aber hier war ja noch mehr zu tun. Genau, das ist das Ding, was ich nicht wollte. So, wertvolle Fracht. Dann haben wir da das Ding noch und da hinten. Ich frage mich, woher Ihr unbändiger Drang nach Regeln kommt. Helios ist für uns völlig neu. Wenn wir die Regeln nicht kennen, wissen wir nicht, welche wir ungestraft brechen können. Ungestraft brechen? Schnarch. Gerade nach! Ins Gras gebissen!
Alle erwischt. Was habe ich hier kaputt gemacht? DM, du stehst im Weg. Netzwerkgenerator, das... Nun ist es ein Nullzweckgenerator. Sam, für wen sind diese Waffen bestimmt? Ich habe einen NAV-Punkt, an dem die Quelle zu finden sein könnte. Ich füge ihn Ihrer Karte hinzu. Das ist gut. So. Was haben wir denn da? Haben wir den Nervpunkt? Das liegt doch alles auf dem Weg. Ist doch alles schön. Ich habe immer noch ein gutes Gefühl, was den Erstkontakt mit den Angara angeht. Ich hatte auf so etwas gehofft. Ihre Tech ist ziemlich ähnlich. Eigentlich schon fast langweilig. Ein ganzes Volk ist langweilig? Zwei Augen, Arme, Beine. Die Relikte hingegen kontrollieren ganze Planeten. Aber einer von denen, Gan. Ja, aber mit den Relikten hat man nicht so viel Spaß im Bett. Friedlich und
Zu viel Gewalt. Weiter oben. Wo denn hier? Okay, ich bin hier unten bei dem Haus. Die wertvolle Fracht soll irgendwo da oben in den Bergen sein. Du willst mich trollen, oder? Hier oben oder da drüben oben? Drüben oben. Bei dem Dickerchen. Also super. Freunde, ja. Hier ist niemand. Anscheinend kommen wir zu spät. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie ja etwas zurückgelassen. Zum Beispiel so ein dicker Koloss. Hier ist so eine Art Gitter. Es muss einen Weg da reingehen. Sam. Das Schloss wird ferngesteuert. Vielleicht von etwas in der Nähe. Dieses Gitter, okay. Von dem da drüben. Weit und breit keine Munition. Ja, macht ihn kaputt. War gut. Vielleicht kommen wir damit rein. Oh, bin ich direkt drüber gestolpert. Na dann, mal los. Hat's funktioniert? Das sehen wir, wenn wir beim Gitter sind. Munition wäre mir noch ganz recht. Thank you.
hätte ich denn eine Handvoll Patronen, wäre jetzt echt nicht schlecht. Ich glaube, ich habe was gefunden. Sieht aus wie eine Leitung. Reyes, ich habe ein Datenpad mit einem NAV-Punkt gefunden. Vermutlich versteckt Sia dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Was ist nur aus dem guten alten Brauch geworden, einfach in ein Geschäft zu gehen? Sloan bekommt von allen offiziellen Verkäufen in Kadara einen Anteil. Man muss schon kreativ werden, wenn man das umgehen will. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort. So, das ist praktisch, dass da dieses andere Ding noch ist. Dass das hier alles schön auf dem Weg liegt. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Der letzte. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Gut. Okay, passt alles. Ich muss sicher gehen, dass nachgeladen ist. Eigentlich nicht wirklich. Sitze. Das ist ein Chaos hier. Yes. Ah. Hierhin hat uns der NAV-Punkt geführt. Zu einem Terminal. Kein Schimmer haben, wie ihnen geschieht.
Sie sind tot, bevor sie einen Finger rühren können. Bin ganz schön neidisch auf die Beute, die sie dabei abstauben werden. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie von Eos zurück sind. All diese Vorräte. Sie werden Eos angreifen. Okay. Das wird nicht passieren. So. Hier ist es. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von diesem Johann. Hoffentlich ist Remy da drin. Und am Leben. Und nicht zu einem dieser Irren hier draußen geworden. So viel Gewalt. Ich glaube nicht, dass sie uns zum Kaffee reinbitten werden. Lade Munition da! Also dann, finden wir Remy. Tja. Kräutenviecher. Remy, räum meinen Magen auf. Einige Organe des Opfers fehlen. Ich registriere Spuren von menschlichem Fleisch und Blut. Sam, soll das heißen, die haben Leute gegessen? Ja, Pathfinder. Was zur Hölle? Sind Sie in Ordnung? Das ist dezent falsch. Sie wollten mich essen. Ich weiß. Sie haben eine Gruppe von uns hergebracht. Aus den Slums. Sie sagten, hier wären wir sicher. Nur ich bin noch übrig. Sie haben überlebt. Nur das zählt. Ich dürfte nicht einmal hier draußen sein. Ich habe meine Schutzgebühren bezahlt. Ich weiß. Der Verbannte, der sie fälschlicherweise aus Kadara Port rausgeworfen hat. Er schickt mich. Werden die mich wieder reinlassen? Das ist das Mindeste. Grayson, ich habe Remy gefunden. Sie muss abgeholt werden. Gott sei Dank. Ich schicke sofort einen Shuttle. Vielen, vielen Dank. Danke. Dann werden wir jetzt noch den Angriff auf Eos verhindern. Der findet da unten statt.
Okay. Pathfinder, wir lernen uns dem Lager der Gesetzlosen, das in dem Terminal verzeichnet war. Ich registriere Explosivstoffe. Was? Aber das war ja nicht so schlau. Pathfinder, wir nähern uns dem Lager der Gesetzlosen, das in dem Terminal verzeichnet war. Ich registriere Explosivstoffe. Da ist das Schiff. Wir müssen es zerstören. Wenn Sie auf die Treibstoffquelle schießen, wird das Shuttle in Brand gesteckt, Pathfinder. War jetzt nicht so schwer.